Hallo, bist du... Ach nee, ist eine Pflanze. Ich dachte, ich habe gerade eine Pflanze für einen Menschen gehalten. So weit ist es schon. So wenig Charakter haben die Leute hier. So. Aber sie riechen mit Sicherheit schlechter. Ich weiß übrigens nicht, ob wir hier mitten in der Nacht durch den Wald streifen sollten. Sagte sie und wurde im selben Moment von einer Ratte attackiert. Wow. Gefährlich. Ich hätte gerne Heilung. Heilung. Stimmt, wir wollten uns noch einen besseren Heilzauber kaufen. Das ist auch sowas, was ich als nächstes machen wollte. In der Magiergilde von Skingrad. Mal gucken, ob die da Zauber verkaufen. So. Ja. Nach Wasser sieht es hier nicht aus. Höchstens hier unten vielleicht. Oder halt am großen See um die Imperial City. Nur dafür hätte ich, glaube ich, ganz gerne ein Pferd, wenn wir da wirklich nach Neon Road suchen wollen. Komm, dann holen wir uns jetzt das Pferd ab. Zu den Stables. Ja, es ist dunkel. Hoffentlich denkt jetzt keiner, wir klauen uns das Pferd, nur weil es dunkel ist. Hallo. Wo ist... Good evening. Nee. Wo sind denn die... Da hat einer unser Pferd weggenommen. Nee, wahrscheinlich nicht. So, ich durfte mir das nehmen, glaube ich. Hallo. Kann ich mit dir reden? Muss ich dich irgendwie um Erlaubnis bitten? If you're looking to buy a horse. Ja, ich hab... Take care. Also, ich habe ja die Erlaubnis, ne? Eigentlich darf ich mir eins nehmen. Ich weiß nur nicht, welches. Chestnut Horse. Haben wir dafür eine Quest oder sowas? Irgendwas in die Richtung? Wahrscheinlich nicht. Nee. Strange Doorway. Das sind alles die DLCs. Ich soll reingehen und mit dem Typen reden, aber es ist jetzt gerade Nacht. Es ist vielleicht... Und es ist vor allen Dingen sehr, sehr nah an der Uhrzeit, wo wir eigentlich die andere Quest machen wollten. Aber wir können ja warten in diesem Spiel. Also ist es nicht so schlimm. Dann machen wir das einen Tag später. Da wird Glatia uns auch nicht auf die Füße treten dafür. Der hat Zeit, der Typ. Das sieht man dem an. So, Leute. Wie sieht das jetzt aus hier? Kann ich jetzt mit dem... Also die eine hat gerade... Die hat gerade gesagt, ich soll mit dem Typen im Haus reden. Wenn ich denn ein Pferd kaufen will. Vielleicht kann ich dem ja sagen... I run the North Country Stables. Ja, ich habe aber die Erlaubnis bekommen, eins mitzunehmen. Ah, ich habe eine Idee. You too. Ich weiß, woran es liegt. Ich könnte jetzt wetten, dass wir deswegen hier kein Pferd mitnehmen können, weil wir nicht am richtigen Ort sind. Weil wir müssen nämlich wahrscheinlich... Wir sind irgendwie völlig falsch. Warte mal, Coral. Da ist die Vaynon-Priorei. Da wollen wir hin. Warum schnell reise ich denn für 2 Meter? Das ist ja wie die Leute, die für 2 Meter zum Briefkasten mit dem Auto fahren. So, hier gab es doch einen Stall. Und hier darf ich mir doch jetzt bestimmt das Pferd nehmen. Richtig? Hallo. How are you? Du hast uns die Reparaturwerkzeuge gegeben. Das hier, das ist nicht, da ist das Zeichen nicht rot, wenn ich drauf zeige. Also wird das wohl das sein, was ich nehmen darf. Richtig? Richtig? Boah, das rangiert sich ja schlechter als so ein LKW, das Pferd. Naja, also wir könnten jetzt, ich weiß nicht, was jetzt passiert, wenn wir auf dem Pferd sitzen und dann schnell reisen, ob das Pferd dann mitkommt. Ich vermute fast nicht. Ich würde es aber mal ausprobieren. Einfach nur, weil... Wegen weil. Fort Nickel. Wir reisen zu Fort Nickel und gucken, ob das Pferd mitkommt. Ja, das ist schön. Das ist sehr schön. Kannst du auch schnell laufen oder ist das schon die Sprintengeschwindigkeit? Weil wenn das schon die Sprintengeschwindigkeit ist, dann ist das ein bisschen jämmerlich. Pferd. Oh. Ist das dein Ernst, Mann? Was haben die mit dir gemacht? Schade, dass Nirnwurz... Boah.
Kniesehnenpferd. Schade. Ja, so ist natürlich besser. Schade, dass Nirnwurz in Oblivion offenbar noch keine Geräusche macht. Dass man wirklich danach suchen muss. Aber es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie unauffällig wäre oder so. Also man erkennt es schon. Guck mal, bist du ein Offroad-Pferd? Darf man mit dir irgendwo hochreiten? Oder haben wir das hier schon gesehen letztes Mal? Nee, das sind anscheinend irgendwelche kleinen Häuschen vor der Kaiserstadt. Aber hier müssen wir ja auch noch nicht hin. Ich hatte nur gehofft, dass wir hier vielleicht noch Nirnwurz finden, weil wir hatten ja am Anfang auch welches gefunden. Gehst du mit mir ins Wasser oder magst du das nicht? Alter, das ist die Schwimmgeschwindigkeit. Pferd. Immerhin haben sie eine Schwimmanimation für das Pferd gemacht. Das ist schon mal ein Vorteil, dass 12 Jahre alte Oblivion, 10 Jahre alte Oblivion gegenüber Elder Scrolls Online hat. Da haben Pferde nämlich keine Schwimmanimation und sie haben es so gelöst, dass man einfach nicht schwimmen kann mit dem Pferd. Ja. Ne? Weck mich, wenn du da bist. Du bist kein Seepferd, oder? Sieglinde. Nenne ich es jetzt. Sag mal. Boah, wie so ein Panzer. Wir haben einen Nirnroot. Wir haben einen Nirnroot. Hallo, Nirnroot. Ich glaube, wir laufen lieber schneller. Jetzt mal ohne Scheiß. Irgendwie weiß ich ja nicht. Pferde da so. Gibt es vielleicht. Vielleicht gibt es ja verschiedene Geschwindigkeiten. Vielleicht gibt es ja Pferde, die schneller sind und Pferde, die nicht so schnell sind. Wobei ich es jetzt auch nicht so gerne hier stehen lassen will, weil ich nicht weiß, ob es dann auch wieder im Stall ist, wenn wir es nochmal brauchen. Oder ob es hier stehen bleibt für immer und ewig und anwurzelt und so. Alles. Naja, jedenfalls suchen wir weiter nach Nirnroot. Mathe hat sich die spannendste Quest ausgesucht, die es gibt. Eine Sammelquest. Hätte ich das wirklich tun sollen? Vielleicht, ich meine, eigentlich ist das ja auch Schwachsinn, was ich hier gerade mache. Wisst ihr das? Weil man kann die ja auch einfach nebenbei mitmachen. Ich meine, wir werden bestimmt nochmal auf Nirnroot stoßen. Mit anderen Worten, wir gehen zurück und machen die Glatier-Geschichte. Etwas wechselhaft heute, aber so ist das halt. Genau, ich möchte gern zu seinem Haus laufen. Welches da wäre. Ich möchte das gerne ändern. Ich möchte diese Quest als aktuelle Quest machen. Und möchte zu seinem Haus. Boah, das ist aber weit. Das ist aber weit. Ja, ich habe mir sagen lassen, dass jeder NPC in diesem Spiel sein eigenes Haus hat und das finde ich sehr cool. Aber irgendwie auch ein bisschen verwirrend, weil man irgendwie nicht so richtig weiß, welche Häuser jetzt wichtig sind und welche nicht. Wer bist du eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Trägst ein Dreieck in der Hand. Oder was soll das sein? Keine Ahnung. Hallo, wer bist du? Du siehst mir aus wie ein Bettler. Aber du siehst auch ein bisschen aus wie der Typ, der uns den Auftrag gegeben hat. Ja, geh du mal lieber. Sonst schiebe ich dich gleich noch sonst wohin. Ist auch eine Art und Weise zu reisen. Sich von anderen durch die Gegend schieben lassen. Kleinkinder beherrschen das sehr gut. In Wirklichkeit können die nämlich laufen. Die tun nur so, als könnten die nicht laufen. Weil die zu faul sind. So, das hier ist Glatiers Haus. Und wir sollen... Wir könnten da natürlich auch einfach einbrechen, aber das ist ein very hard Schloss. Das schaffen wir wahrscheinlich nicht. Und wir werden jetzt warten bis 6 Uhr morgens. Jetzt muss ich rechnen. Nee, warte mal. 3 plus... 12 Stunden müssen es auf jeden Fall schon mal sein. Warte mal 13 Stunden, dann müsste es 4 Uhr sein. Oder, oder? Boah. Da, 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 da. Mach mal schneller.
beschwere mich, dass die Zeit so langsam vergeht beim Schnellwarten. So, jetzt ist 5.15 Uhr. Hallo, Platier. Ich soll mich jetzt hier hinstellen. Ich hoffe, ich muss nicht schleichen oder so. Wo ist denn ihr Haus? Ihr Haus ist... Das ist sein Haus und ihr Haus ist direkt hier. Da. Bernadette Pennell. Müssen wir uns wohl hier in die Ecke stellen, um sie zu beobachten, oder ist das egal? Naja, wir warten einfach mal. Könnte jetzt ein bisschen dauern. Ba, 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 ba. Wir hüpfen, hüpfen, hüpfen. Das muss man so machen, wenn man infiltriert. Hüpfen, hüpfen. Ach ja. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht mehr, was passiert. Ich habe die Quest zwar in Markus LP gesehen, aber ich habe es vergessen, was passiert. Ich weiß nur, dass hinterher in seinem Haus noch lustige Dinge sind. So, wie spät haben wir es? 49. Es wird gleich passieren. Was auch immer passieren soll. Ich hoffe, ich habe jetzt die Quest richtig verstanden. Also, wir sollen... I need to be outside his house and see what she does. He will then meet me behind the Great Chapel at midnight to get my report. Och, wieder... Also, wir sollen um 6 Uhr morgens hier chillen und dann erst wieder um Mitternacht ihn treffen. Oh, der Typ hat echt Zeit. So, noch genau eine Minute. Und ich wette mit euch, es passiert genau gar nichts. Stimmt's? Übrigens habe ich gerade eine Uhr gehört. Ein schönes Detail, dass die Uhr schlägt um zur vollen Stunde. Da ist sie. Und sie läuft irgendwo hin. Das ist sie doch, oder? Ja. Wir folgen ihr mal und gucken, was die gute Frau macht. Wahrscheinlich geht sie zum Abtritt. Hallo. Nee, sie geht in die Kirche. Sie geht in die Kirche. 6 Uhr morgens. Wie sich das gehört. So. Sie ist auf einmal verschwunden. Nee, da ist sie, oder? Oh, hello. Hallo, wir setzen uns mal mit dazu. Und gucken, ob jetzt hier so eine Morgenmesse gehalten wird oder sowas. Ah, oh, das ist cool. Die einzelnen... Das sieht echt schön aus gerade. Die einzelnen Buntglasfenster verkörpern die Götter. Akatosh. Mara sehe ich. Und da hinten kann ich leider nicht lesen, wer das ist. Ja, passiert hier auch was? Oder wahrscheinlich um 7 geht's los. Mit der Morgenmesse. Boah, ich liebe ja die Architektur. Das ist so eine richtig schöne europäische Architektur hier. Wenn ich jetzt noch besser in Erinnerung hätte, was man mir in Säulen der Erde beigebracht hat, könnte ich euch jetzt auch was erzählen über die Art der Architektur. Ob das jetzt gotischer Stil ist? Nee, glaub eher nicht. Ich habe auf jeden Fall noch in Erinnerung, da ist gerade unser Klon vorbeigelaufen. Ich habe auf jeden Fall noch in Erinnerung, dass diese etwas abgeflachte, spitze Art von Bögen da oben irgendwie eine relativ neue Erfindung war damals. Wie alles mal irgendwann eine neue Erfindung war. Ja, irgendwie passiert hier leider nichts. Das finde ich ein bisschen schade. Ich dachte, jetzt geht hier irgendwie... Die wird hier irgendwas... Die Messe verlesen oder so. Oh, hello. Aber er hat irgendwie keinen Bock. Er geht nur ein bisschen rum. I'm Volandra Sabor, Primate of Julianus. You may address me as Your Eminence. Your Eminence. Ja, warum geht's denn hier nicht los? Anvil Chapel Attack. Prophet. Things go from bad to worse nowadays. Priests murdered on the chapel altar. Was? Oh. What next? Boy, wir haben eine Quest bekommen. Pilgrimage. Ah, wer ist Prophet?
self-proclaimed holy man. Maybe what he says is true, that the attack on the Chapel of Dvela is just the beginning of an assault on the church itself. Noch eine Quest. Ach nee. Und die Quest wurde gerade geupdatet. Was ist das wohl? I've heard of a mysterious prophet who preaches outside this desecrated chapel of Dvela in Anvil. Ach, das ist eine andere Stadt. Okay, cool. Hi. Schöne Sache. Hallo. Altar der Neuen. Achso, ich dachte gerade, ich wäre jetzt plötzlich der Sünder, weil ich diesen Altar angefasst habe oder so, aber anscheinend sind nur meine Krankheiten geheilt. Ja, die Frau ist nur in. I'm Bernadette Pinellas. I work for Tamika. Einfach nur in die Kirche gegangen. I grow grapes for her wines. Und sie grows grapes. Yay. Concerning this, I can only. Ja, also sie ist offenbar eine ganz harmlose Frau und wir gehen jetzt einfach heute Nacht zu Glatir und sagen ihm, dass nichts los ist. Ups, nee, hier wollte ich nicht rein. Ja, das war irgendwie so klar, dass einfach gar nichts passiert. So, wir sollen ihn jetzt wieder hinter der Kapelle treffen, was irgendwie voll nervig ist. Wie er sich halt auch aufspielt, wie wichtig er sich nimmt. Dass alle ihn beobachten würden. Ich hasse solche Leute. Ich habe ja auch manchmal das Gefühl, dass mich Leute beobachten, wenn ich hier spiele. Komisch irgendwie. So, genau, wir wollten wieder warten und zwar bis, boah, keine Ahnung, 14 Stunden erstmal. Ich kann das nicht so gut ausrechnen immer. Und dann passiert hier hoffentlich mal was. Keine Ahnung, ich will diesen Glatt hier einbuchten, weil er ein Spinner ist. Spinner gehören weggesperrt. Sagt mein Charakter. Und ich natürlich nicht. Sonst wäre ich ja längst hinter Gittern. So, Neun, zehn, elf. Das könnte reichen. Na super, es regnet. Hi. So, you saw Bernadette Pennant, did you? Wieso hast du eigentlich keine Pupillen? I have nothing to report yet. You were right, she's following you. Ach so. Geil. Also wir können ihm jetzt irgendwas erzählen. If you were right, she's following you and she wasn't watching. Following you. Also wir können ihn jetzt voll anstacheln und sagen, ja, die Alte, die beobachtet dich und so. Und vielleicht können wir ihn dann ja, vielleicht macht er dann irgendwas Dummes und wir können ihn ausliefern. Just as I thought. Just as I thought. Excellent work. There will be a bonus in this for you. Don't worry. Der Typ muss schon alleine eingesperrt werden aufgrund seiner Frisur. The reward ist wichtig. The gold. Here. But there is someone else I need you to invest in. Ja. Aber wir haben 150 Gold bekommen. Tutius Sextius. Do you know him? A quiet fellow. Appears harmless enough. But I've identified him as one of my key suspects. Ja. He's a clever one, no doubt about it. Eyes in the back of his head. Always seems to know when I'm watching. But that's where you come in. Vielleicht hat er ja deine Augen in seinem Hinterkopf. Ich sehe deine Augen nämlich nicht. What he does when he's not watching me. I'll meet you here tomorrow night to get your report. Ja. Okay, also wir sollen jetzt den nächsten beobachten. Das ist to observe the behavior of Tutius Sextius. Ja. Der ist wo? Da. Ja, dann los. Dann gucken wir doch mal. Yay. Anschließend wollte ich übrigens in eine andere Stadt gehen. Und zwar, also nachdem wir das hier fertig haben, gehen wir nämlich nach Coral.
Irgendwie habe ich es voll verpeilt, dass neben der Vaynor-Priorei noch eine ganze Stadt ist, die genauso groß ist wie Skingrad, wenn nicht sogar größer. Und irgendwie auch anscheinend noch einige Quests hat. Das wäre dann unser nächstes Ziel. Nachdem wir hier krasse Sachen gemacht haben. So, wie viel Uhr sollen wir denn da sein? Steht das da? Was? If I waited outside Tulsi's house this morning, I would see following him. Bla bla. Theoretisch können wir auch einfach direkt warten. Also wir können ja, ich meine, wir lügen ihn doch sowieso an. Es ist doch so, er ist doch sowieso ein Idiot und ein Schwachsinniger. Wieso bin ich denn dann eigentlich so doof und mache das überhaupt? Ich könnte auch einfach wieder 12 Stunden warten, ohne seine Aufgabe zu erfüllen. Das müsste auch gehen, sagt mir mein gesunder Menschenverstand. Will er denn dann wieder um Mitternacht, dass wir dorthin gehen, oder... At midnight, ja. Also wir warten einfach 12 Stunden. Wir bleiben sozusagen einfach hier stehen. Das ist ein bisschen wie bei Hase und Igel. Schön. Genau, wir warten genau 24 Stunden. Nein, 23. 24 ist zu lang. Wobei, der kann auch mal 6 Minuten warten. Er wartet dann 6 Minuten, während wir auf ihn warten. Das ist irgendwie paradox. Weil wir stehen da ja schon. Wo ist er? Da. Hallo. Tell me what you learned. Ja, er ist ihn natürlich, beobachtet er ihn. So, I was right all along. You're doing excellent work, my friend. So, und unsere Belohnung. Here you go, my friend. Trust me, you've earned it. Yeah. There is one last person that needs looking into, though. Yeah. Do you know perfect cover for the ringleader of the whole conspiracy? He watches my house constantly. You'll see. Yeah. He leaves his house early each morning. Watch him and report back to me here at midnight as usual. Make sure he doesn't notice you. Jo. Werden wir machen. Be careful. David Cerny is the ringleader. You must not let him catch you watching him. Ja. He believes that blah 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 is spying his house. I should observe him for a day and then report back. Alles klar, wir warten wieder 24 Stunden. Na, lieber 23 Stunden. Bin gespannt, ob das jetzt stumpf einfach klappt. Aber ich glaube schon. Schöne Sache. Wir haben hier sozusagen unser Lager aufgeschlagen. Das war doch so bei Hase und Igel. Dass der Hase, der Igel, nee, wie war das denn nochmal? Der Igel einfach stehen geblieben ist und meinte, er wäre zuerst da oder so. So war das doch, glaube ich. Naja. So. So, er hat natürlich dich beobachtet. I knew he was the ringleader of the whole conspiracy. You may have helped save my life. Yay. And so it all falls into place. Yes, yes, it all makes sense now. Okay. Oh, das ist natürlich nice. Here's the goal. Er hat uns irgendwas I always pay auf Papier my debts gezeichnet. And then some. Do the last task in that note and I will pay you much, much more. Okay, also wir haben nochmal Gold bekommen und wir werden gerade reich von, durch seinen Wahnsinn. Und wir haben... So, wo ist das Ding? Horse Armor Note, Dist of Death. Was? These people must be killed. There's no choice. They are definitely conspiring against me. Ja, natürlich. Ja, das ist natürlich jetzt schön, weil das
unser Beweis dafür ist, dass er völliger Wahnsinniger ist. Hallo. Oh, es ist natürlich praktisch, dass wir direkt ihm begegnen. Hallo, ich möchte gern... You have something you want to tell me about that nutcase? Ja. Why? What's he done? Ich, genau. Wir geben ihm mal seine Aufforderung, diese Leute zu töten. Damn. He's finally gone completely bonkers. Thanks for the tip. Now stand aside and let the guard do their work. Yay. Ich frag mich ja, was passiert wäre, wenn wir die jetzt wirklich getötet hätten. Was natürlich wahrscheinlich tierisch... Wo rennt er denn hin? Tierisch schwer geworden wäre. Weil, das ne, sind ja irgendwelche Leute... Er joggt einmal um den Block. Weil das halt irgendwelche Leute sind, die wahrscheinlich selten nicht in der Öffentlichkeit... Nun, Glatia, nun. Alter, wie er ihn einfach umgehauen hat. Können wir ihm jetzt das Gold abnehmen? Er hatte nur 7 Gold dabei. Wahrscheinlich hätte er uns... Ich habe nur so gerade überlegt, ob er uns dann wirklich total belohnt hätte, wenn wir die 3 Typen getötet hätten. Oder ob er gar kein Gold gehabt hätte für uns. Er hat auf jeden Fall Lockpicks dabei. Und einen Schlüssel. Und jetzt wird's lustig. Jetzt wird's lustig, denn jetzt schauen wir uns sein Haus an. Aber nicht mit der Cheat-Konsole, sondern... Wo ist es denn nochmal? Da unten. Ich bin noch nicht so gut darin, diese Stadt zu kennen.